Hallo, Mahlzeit, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und es freut mich, dass ihr den Weg mal wieder zu Petonis Landleben gefunden habt. Wir stehen hier mal wieder vorm Holz und ich muss ehrlich sagen, die letzten Wochen, ihr habt wenig Videos von mir bekommen zum Thema Holz. Ich hatte auch ehrlich gesagt mal keine Lust mehr. Es ist noch ein bisschen da, ich muss noch ein bisschen was spalten. Ich hoffe ja, dass mein Kameramann, den ihr momentan nicht seht, demnächst mal ein bisschen mit mir reinhaut. Und wir dann noch mal ein richtig paar coole Videos machen zu den Maschinen, die wir haben. So nach dem Motto, Spalten, Sägen, alles in eins durch, richtig Meters machen. Das ist so meine Idee, die ich habe, weil ihr selber habt ja gesagt, bei den Maschinen, die ich habe, macht das alleine keinen Sinn. Ich bin nun mal oftmals alleine, habt ihr auch ein bisschen darauf ausgelegt. Aber schön ist natürlich, das Ganze zu zweit zu machen. Heute soll es mal darum gehen, wie man das eigentlich am effizientesten macht. Weil in den Videos haben wir oftmals darüber diskutiert, mit euch zusammen in den Kommentaren. Gerade bei dem Posch-Spalter, den ihr ja auch kennt. Ja, so ein Spalter gehört an eine Zapfwelle, gehört an Heckantrieb hinten, drei Punkte, also die Cat1 oder Cat2 Aufnahme. Ne? Warum machst du das mit dem Elektroantrieb? Wieso ist denn das sinnvoll? Wieso ist denn das wirtschaftlich? Und da wollte ich euch heute mal ein bisschen was zu zeigen, warum alle meine Maschinen, die ich habe, zumindest die beiden im Hintergrund, sowohl über die Zapfwelle angetrieben werden können, als auch einen E-Antrieb haben. Und da würde ich euch mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile zeigen, weil vielleicht hat der eine oder andere von euch auch die Kaufentscheidung, sich zu überlegen, will ich eine Zapfwelle haben oder will ich einen E-Antrieb haben oder will ich beides haben oder will ich vielleicht eine Zapfwelle mit dem E-Motor betreiben? Geht sowas auch? Dafür geht es heute los. Also, kommt mal mit, lange noch gequatscht. Ihr habt hier die Säge, mit der fange ich nicht an. Ihr habt hier meinen Lieblingsspalter. Ne? Kennt ihr die Videos? Verlinke ich euch gerne unten nochmal rein mit Vor- und Nachteilen. Und einige von euch haben ja nach wie vor geschrieben, das Ding, ja, schwierig hier mit den ganzen Winkeln, Ecken und Kanten. Er ist noch da, ich spalte ihn auch noch mit. Ich komme eigentlich im Großen und Ganzen gut damit klar. Und ja, mal gucken. Vielleicht kommt irgendwann mal was anderes. Wenn aber was kommt, und das habe ich mir geschworen, dann guckt ihr mal hier unten, gibt es die beiden Elektromotoren. Das sind hier bei Binderberger zwei Stück. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich die euch mal wirklich gezeigt habe. Diese beiden Elektromotoren sind in Reihe geschaltet und bauen damit die Hydraulikleistung auf, hier oben für 20 Tonnen. Warum entscheide ich mich eigentlich immer für E-Motor? Und zur Zapfwelle gehen wir gleich. Das hat den Grund, dass ich den Spalter, hier als Liegenspalter, nicht unbedingt immer mit in den Wald nehme. Das Holz hier, seht ihr, ich rolle das meistens immer direkt rein und packe das teilweise mit dem Bagger oder rolle es direkt vom Hänger. Gibt es ja auch mal ein paar Videos zu. Dann ziehe ich es hier drauf, hebe es einfach hoch, spalte es. Und dann geht es in eure Richtung und dann eigentlich idealerweise weiter mit dem Kameramann im Hintergrund, der es dann in die Säge schmeißt. Dieses Gerät hier, ich habe es mal ungefähr gemessen, ich habe mal auf den Zähler geguckt und habe auf die technischen Angaben geguckt, hat eine Leistungsaufnahme von ungefähr 5,5, in der Realität 6 kW, je nach Spaltleistung die Stunde. Und wenn man das mal so hochrechnet, heißt das, wenn ich den eine Stunde betreibe, verbrauche ich ungefähr in Strom, wir haben so einen Ökostromtarif, der ist jetzt wieder ein bisschen günstiger geworden, dann liege ich ungefähr bei 2 Euro. Lass es vielleicht auch irgendwann mal 2,50 Euro sein, wenn ich mehr Spalte, mehr Kraftaufnahme habe. Das Ding läuft ja immer wirklich Last und dementsprechend Leerlauf. Aber lass es mal 2,50 Euro sein. Der Unterschied ist, wenn ich das an meinen John Deere hänge, dann werde ich den, wenn man mal die aktuellen Spritpreise berücksichtigt, würde das bedeuten, ich müsste unter 2 Liter verbrauchen in einer Stunde. Und naja, bei einer Drehzahlaufnahme, die ihr an der Zapfwelle braucht, hier oben steht es, wir gehen gleich hinten mal hin, ich meine irgendwas um 400 Umdrehungen. Jetzt könnte man natürlich noch mit einem Wandlergetriebe dazu arbeiten, weil klar, die Kraft würde natürlich ausreichen. Trotz alledem werde ich nicht auf 2 Liter kommen, ne? Was bei einem Spritpreis bei Diesel momentan irgendwie bei 3 Euro wäre. Dazu kommt natürlich die Laufleistung des Treckers in Betriebsstunden, muss man auch mit berücksichtigen. Deswegen finde ich es ganz cool, das auf E-Antrieb zu haben. Und der Plan ist natürlich, irgendwann mal mit Solarmodul eigenen Strom zu erzeugen. Dann läuft das Ding wirklich für 0 Euro. Ja, deswegen beide Möglichkeiten. Klar kommt es mal vor, deswegen habe ich die Zapfwelle hinten dran. Dass ich auch sage, ich möchte damit in den Wald fahren. Deswegen gehen wir einfach mal rum. Ihr geht da rum und ich komme hier rum. Und dann sieht man hier, am Brennnessel ein bisschen wegmachen, das ist der Zapfwellenanschluss. Und hier hinter sitzt die entsprechende Pumpe, die dann die Hydraulikleistung natürlich auch liefert. Hier unten ist nochmal der Tank zur Erinnerung und dann sind die Anschlüsse hier. Und ich kann, wie gesagt, entweder sagen, hier Zapfwelle oder ich würde Elektro sagen. Eins von beiden ist selbstverständlich möglich. Und hier steht es nochmal, ja, ich habe natürlich wieder, ne, 350 Umdrehungen brauche. Das ist die Drehzahl, die er nicht überschreiten sollte, weil ansonsten die Hydraulikpumpe natürlich wahrscheinlich den Geist aufgeben wird. Aber das finde ich sehr gut gelöst, dass beides wunderbar funktioniert. Zur Leistung muss man sagen,
Ist er an einer Zapfwelle, ist er vielleicht 10-15% schneller in der Spaltleistung. In der Kraft konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen. Wenn ihr Lust habt, ich werde es vielleicht auch mal machen, den einfach mal hinten an John Deere hängen. Auch da vielleicht mal ein Video machen, dass ihr es im Vergleich mal seht. Das kann ich natürlich auch mal machen. Aber deswegen, also mein Daumen hoch ist immer Elektro. Aber jetzt geht es mal zur Säge, um euch da auch nochmal den Unterschied zu zeigen. Kommt mal ran. Hier sieht man es auch natürlich. Bei der Elektrosäge habe ich hier oben den Anschluss. Der ist natürlich bei weitem nicht so leistungsabhängig. Hier brauche ich auch entsprechend natürlich eine kleinere Absicherung. Das wären 400 Volt, 32 Ampere für Spitzen. Hier reichen mir 16 aus. Und auf der anderen Seite, hier habe ich natürlich auch die Aufnahme. Dazu müsst ihr aber mal rumgehen. So, jetzt seht ihr das von der anderen Seite. Hier sieht man entsprechend, das wäre hier hinter ist die Zapfwelle anzuschließen. Und hier hat man es sehr intelligent gemacht. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, ich muss das mal hochheben, dann kommt man dahin. Hier hat man die Möglichkeit, dass man, naja, wenn man vorher die Kette gelöst hat, dass man hier theoretisch die Zapfwelle reinlegen kann. Und dann, ist ein bisschen blöd von hier, kann man den hier lösen. Ihr seht, ich benutze die Zapfwelle richtig oft, sonst ging das natürlich deutlich einfacher. So, und dann ist hier der Zapfwellenanschluss und erstaunlicherweise hat man dann gleich hier oben Schalter. Das heißt, Elektro ist dann natürlich nicht mehr, ne? Damit ist die Elektrozufuhr unterbrochen. Aber hier kommt die Zapfwelle rein und dann geht's los. Hier maximal 440 Umdrehungen. Das heißt, ich müsste natürlich ein bisschen mehr sogar das Ganze laufen lassen, wie beim Spalter. Und jeder weiß natürlich, um eine Drehzahl zu erreichen, braucht der Motor auch eine gewisse Drehzahl. Das heißt, ich würde hier sogar noch unwirtschaftlicher theoretisch mehr Diesel verbrauchen, wo es am Elektroantrieb entsprechend so zu realisieren wäre. Ja, für alle die, die jetzt natürlich sagen, Mensch, das wäre eine coole Idee gewesen, wenn ich mir so ein Gerät gekauft hätte und an Elektroantrieb gedacht hätte. Ich weiß, jetzt gibt es auch von euch welche, die sagen, um Gottes Willen, Elektroantrieb, geh los. Auch mit der Säge hier fahre ich ehrlich gesagt nicht in den Wald, die nehme ich vielleicht mal mit auf die Wiese. Ich habe gesehen, dass es Motoren gibt, Elektromotoren, die man wie eine Zapfwelle dort anschließen kann. Ich weiß nicht, ob da von euch jemand mal Erfahrung mitgemacht hat. Fand ich sehr interessant, habe ich durch Zufall im Internet entdeckt. Die dann den Trecker simulieren und da kann ich einfach dann mit 400 Volt 16 oder 32 Ampere vorgehen und könnte dann auch, wenn ich beispielsweise den Elektroantrieb nicht habe, auch an so einem Zapfwellengerät den Elektroantrieb nachrüsten. Das, was ich gefunden habe, lag irgendwie bei 1.000-1.500 Euro. Je nach Hersteller hier, kommt immer darauf an, wen ihr so habt, ist das auch ungefähr der Preisunterschied, wenn man zwischen den Modellen Elektro oder Zapfwelle tendiert oder sagt Elektro und Zapfwelle, dann ist es je nach Hersteller immer meistens 1.500-2.000 Euro ungefähr teurer für die Kombimodelle. Also deswegen muss keiner traurig sein, kann man nachrüsten, aber wie gesagt, ohne Gewehr, probiert es aus und schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas natürlich habt. Habt ihr euch natürlich für einen Elektroantrieb entschieden und das macht ganz besonders natürlich dann überhaupt auch Sinn, wenn ihr überhaupt einen Schlepper habt oder keinen Schlepper habt. Also wenn ihr keinen Schlepper habt, bleibt euch nur der Elektroantrieb über. Und wollt dann später mal auf Zapfwelle umrüsten, geht das natürlich meines Wissens nach nicht. Also ich habe da keine Möglichkeit bisher gesehen, wüsste ich auch nicht bei den Geräten, weil in der Regel immer, wenn die Zapfwelle da ist, braucht man natürlich dann entsprechend keine weitere, beziehungsweise die Zapfwelle treibt ja eine Pumpe an, eine Hydraulikpumpe und die bietet die entsprechende Hydraulikleistung an, die das Gerät natürlich versorgt. Und da kann man dann in dem Falle natürlich sagen, wenn ich einen Elektromotor habe, dann habe ich die Hydraulikpumpe nicht und die nachzurüsten, denke ich, wäre ein Riesenaufwand. Da habe ich keinerlei Erfahrung. Also deswegen muss man sich immer überlegen, wie man dann für sich die beste Möglichkeit rausfindet. Ich finde es von den Betriebskosten einfach mit Elektro ein bisschen praktischer. Klar, wenn die Maschinen feststehen, wenn ihr sagt, ich fahre immer in den Wald, nehme das Ganze mit, habe hinten meinen schönen Stehenspalter dran, immer am Schlepper, habe gar nicht so ein langes Kabel, was ich über meinen Hof rollen kann, dann ist es sicherlich auch eine Sache, die man mit bedenken muss. Ich habe hier den großen Fall, dass ich meine Leitung einfach über den Hof legen kann. Die ist lang genug, da habe ich auch keinen Leistungsabfall, das klappt wunderbar. Alles das muss man berücksichtigen. Genauso natürlich, dass wenn man die Geräte dauerhaft stehen hat, vielleicht auch so ein schönes Zelt habt. Ja. Das war es soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Nehmt auch für euch nochmal mit, wenn ihr vielleicht vor der Kaufentscheidung steht, was man zu berücksichtigen hat. Und ich kann nur sagen, ich habe bisher für den Elektroantrieb keine Nachteile der Geräte gefunden. Bin damit wunderbar zufrieden. Ihr kennt die Videos ja. Und übrigens für diese Säge gibt es auch nochmal Detailvideos und wie gesagt, wahrscheinlich demnächst auch mit dem Kameramann dahinter. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Bleibt gesund. Daumen hoch nicht vergessen. Ciao, ciao.